Tja, und jetzt geht es natürlich darum, die beiden weiteren Übungen noch entsprechend zu gestalten. Bitte beachte genau, was im Auftrag steht und wende das an. Du hast ja die Lösungen und siehst, wie das dann am Schluss aussehen soll. Speziell jetzt beim Interview empfehle ich dir, dieses Format übertragen Werkzeug zu nutzen, eben dieses Pinselsymbol. Da wirst du sehr viel schneller sein, um eben Fragen und Antworten formal voneinander zu trennen. Ja, und damit wünsche ich dir viel Erfolg bei der Arbeit.